So, einen schönen guten Morgen. Da sind Sie wieder unterwegs. Etwas erkältet. Blauer Himmel. Wie bitte? Was meinst du? Ja, natürlich. Heute sind wir in Oberjoch in der Nähe von Sonthofen im Allgäu. Und da wir alle ein bisschen angeschlagen sind und nicht ganz so fit, gibt es heute eine schöne Runde, ca. 10 Kilometer, auf den Kügund-Spitze. Spitze, es gibt irgendwie zwei, einmal die Spitze und einmal Berg, einmal mit einem Kreuz oben und einmal mit einem Grindstein, irgendwie so. Ja. Da oben gibt es ein bisschen Schnee, wie man sieht, aber nur sehr wenig. Und ja, tolles Wetter heute. Schöner blauer Himmel, die Sonne kommt hoch. Wir haben es jetzt 9 Uhr und ein bisschen. Und entspannte 700, 800 Höhenmeter heute. Ja, ganz entspannte Nummer. Jetzt circa, ich kann jetzt nicht auf die Uhr schauen, ich glaube irgendwas so 2-3 Grad, aber sehr angenehm. Alle fit heute? Ja, alle fit. Und da lacht keiner. Mein Star. Komm her, ich brauche wieder ein Foto von dir. Heute laufen wir eine Babyrunde. Das ist voll auf der Berg. Ich wette mit dir, hinten kommt dann nein, Kurs, nein, es geht nur auf 1800 Meter heute. Nur 1800? Ja. Sehr schön, tolles Wetter. Die ersten Höhenmeter liegen hinter uns. Und ja. Entspanntes Treppensteigen. Bisschen schattig noch. Ich schätzte minus 3 Grad. Aber sehr schön zu laufen. Wir sind alle gut im Flow mit uns. Einige Personen wollen heute nicht gefilmt werden. Ja, es geht natürlich gleich gut hoch hier. Aber wir haben heute Zeit und können in Ruhe machen. Keine Eile. Schnee dürfen wir heute auch so gut wie kaum abbekommen. Ein Kreuzsee da oben schon. Da. Ja, ich weiß es nicht genau. Bergwacht werden wir heute nicht rufen. Dafür wird es schon reichen. Oh, aber es geht schon schön hoch hier. Die nächsten ziehen sich ihre Klamotten aus. Man kommt gut auf Temperatur. Und ja, dafür, wenn du dann einmal oben bist, geht es nur noch entspannt runter. Genau, wie bei jedem Berg. Ansonsten habe ich keine Ahnung von unseren ganzen tollen Nachbarbergen, aber dafür gibt es ja Google. Für alles andere gibt es Google. Sehr, sehr schön heute. Tolle Aussicht, tolles Panorama. Hier war ich laufen dieses Jahr. Folgen noch einige Höhenmeter. Meine Stecker weg, weil die regen mich jetzt auf.
Langsam kommen wir in die Höhe. Sehr schönes Panorama. Feuerlöschteich. Und ja, guter Weg zu gehen. Auch mit Kindern. Wir haben geschätzt 4-5 Grad jetzt. Und ja, ein bisschen Schnee, ein bisschen Eis, aber alles überschaubar, gar kein Problem. Ja, wie man sieht, gut zu laufen. Da geht es noch hoch. Und ja, alles sehr entspannt. Einfach nur eine schöne Wanderung bei blauem Himmel, Sonne, wenn wir drüber sind. Und ja, kleines Fotoshooting. Sieht besser aus als mit dem Cappy. Sieht besser aus als mit dem Cappy. Sportlicher einfach. Ja, ja. Viel besser. So, hier ein bisschen Panorama. Ging es kurz durch ein Waldstück. Und ja, trotz ein bisschen Eis und Schnee sehr gut zu gehen. Sehr entspannt. Wir haben heute den, ich glaube, 19. oder 20. November. Und hier wäre ein toller Aussichtspunkt zur Hose, die wir heute noch nicht machen. McDonald's? Ja, ich habe schön nicht. Nein, wir gehen nicht zu McDonald's. Schöne Hühner sind. Ich habe einen frischen Lachs, schönen Feldsalat und Kartoffelbrei. Wir gehen natürlich nicht mehr. Der schwimmt noch in der Badewanne. So, weiter geht's. Oh, Mausi. Jetzt haben wir noch Welpe, oder? Na. Alles Mausis. Ich liebe Hunde. Alles Mausis. Next, und falls du runter, Schätzi. Na, das wird er schon nicht. Das wird er schon nicht. Hallo. Servus, grüß dich. Noch ganz der Junge, oder? Nö, die ist schon. Ah, schau. Macht er nichts, sie gehen auch wieder. So. Ja, schöne Serpentinen. Straße wollte ich sagen, Weg. Geht's schön hoch. Bisschen Schnee, bisschen Eis, aber alles ganz entspannt. Schönes sonnige Tal. Ja, tolles Panorama. Gut zu gehen, doch erstaunlich viel los hier. Alle nutzen nochmal den schönen Tag heute wahrscheinlich. Und ja, Temperatur immer noch so um die 5 Grad. Und wenn die Sonne oben rauskommt, beziehungsweise wir oben in die Sonne kommen, ja, wird es wahrscheinlich sehr schön angenehm. Ganz entspannt zu gehen. Und ja, kann man gut auch mit Familien gehen. Einige sind hier unterwegs. Fast. So viel ist jetzt nicht mehr. Ja, sehr schön. So, wir haben es fast geschafft. Toller Rundumblick. Die Sonne schön raus, schätze mal schlagartig 10-12 Grad mindestens. Blauer Himmel, sehe nicht eine Wolke. Und ja, sehr, sehr schön. Spikes werden angebracht. Hier oben ist doch einiges übereist, überfroren.
und liegt noch ein bisschen Schnee oder schon. Um auf Nummer sicher zu gehen, wäre so ein paar Ketten oder Spikes ganz cool. Und mein Liebchen hat natürlich welche bekommen, damit Liebchen hier safe hochkommt. Da hoch zu dem Kreuz, schau, da wo sie alle hinlaufen. Ja, da oben das Kreuz und sehr, sehr schön, sehr angenehm warm. Die letzten Höhenmeter jetzt ein bisschen mit Eis, liegt halt schattig, aber ja, war jetzt nicht so dramatisch. Sehr, sehr schön. Ja, da wo die Sonne hinkommt, ist natürlich ein bisschen griffiger alles. Und ja, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Zu empfehlen wären so ein paar Spikes und dann passt die Kiste. Schauen wir mal, es ist ziemlich gut besucht hier, hätte ich gar nicht gedacht. Und dann gibt es gleich noch mal ein paar Bilder von ganz oben. Schöne, entspannte Nummer, gell? Einmal rum. So, dürft alle mal lächeln. So, wir haben das Kreuz verlassen. Jetzt geht unsere Runde weiter. Immer schön auf dem Grat. Und ja, hier gibt es ein paar Stufen, schön vorsichtig. Tolles Wetter. Sonne. Ach, meine zwei Kollegen sind manchmal ein bisschen. Jetzt wissen sie immer noch nicht, auf welchem Berg wir waren. Das war der Kuh. Nein, das war der Kuh und wie die Tour hieß. Ach mein. Einmal mit Profis gehen. Ein einziges Mal. So, jetzt gibt es einen kleinen Klettersteig. Ja, 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 wir haben alle Zeit der Welt. Keine Panik. Wahnsinnig toller Ausblick. Immer geht das Ding, das ist irgendwas, ist da, müssen wir mit der Schraube. Du musst es fester machen. Du musst die Schraube fester stellen. Okay. Ist doch viel zu locker, sehe ich doch schon von hier. Nee, du musst es aufmachen, dann musst du die Schraube fester drehen, etwas, und dann zu. Die muss strenger zugehen. Ach so, okay, das weiß ich ja nicht. Nicht zu viel, nicht zu viel, sonst kriegst du sie nicht zu. Ja, dann geht's mal immer auf dem Grat entlang. A? A ist nichts, oder? Nee. Wanderung geht weiter. Gegenverkehr. Servus. So,
obwohl wir nicht mal ganz auf 2000 Meter sind. Ja, gut besucht. Und ja, aber schon von Leuten, die hier wissen, was sie machen und tun und entsprechend ausgerüstet sind. Und ja, wir gehen jetzt ein bisschen auf dem Grat lang. Bisschen Kletterei, aber alles relativ entspannt. Kinder kann man sichern und ja, dann hat man hier schon eine schöne Runde. Gibt es eine Pause, liebe Kollegen? Pause? Ne, geht weiter. Ab und zu. Schatz, kannst du geradeaus weiter, oder? Wo müssen wir hin, Michael? Runter? Nee, das ist der Lever Klettersteig. Oh, das ist ja unser Ding, oder? Ja, ich hab's gerade gelesen. Klettersteig. Saleber Klettersteig. Nur für Geübte. Nur für Nicole. Nee, ich mag den nicht. Ich mag das alles. Ja. Okay. Den Klettersteig machen wir heute nicht, weil wir haben auch keine Steigeisen und nichts dabei. Wir haben gar nichts. Gar nichts. Da unten ist unser Löschteich. Da geht es jetzt wieder runter. Und ja, jetzt geht es hier schön den Grat weiter. Und Wahnsinnspanorama. Immer weiter, immer weiter. Da haben wir diese tolle Aussicht. Na. Ja, na, ja, 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 na, ja. Mausi ist immer noch richtig fit und gut drauf. Und Angst, voll was. Weiter geht's. Abzustürzen, die Klauen. So, jetzt haben wir es gleich. Gleich geschafft. Die Gratwanderung. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Jetzt müsste auf der. Ich weiß es nicht mehr, wie er heißt, vergessen. Etwas windig geworden. Lächel mal dein Fenster. Genießen wir mal die letzten Meter der Gratwanderung. Doch. Zu gehen. Ein tolles, tolles Panorama, wirklich schön. Schön zu genießen. Und, schöne Runde mit tollem Aussicht, toller Aussicht, Panorama. Wenig Höhenmeter, kommt man sehr schön hoch. Und ja, kann man nur empfehlen, als Einstieg eine tolle Nummer. Blauer Himmel, Sonne, geschätzt 10, 12 Grad. Die Uhr ist versteckt, die sehe ich jetzt nicht. Ja, wirklich sehr schön. Ja, ein bisschen Erfahrung natürlich. Ein bisschen hier und da mal rumklettern ist schon dabei, aber nichts Dramatisches. Oh ja, jetzt komm, also. Oh, ah ja, ja, war ich schon. So, also Grenzstein erreicht. Jetzt geht's hier hinten wieder runter. Immer noch tolles Wetter.
Und als so kleine Gratwanderung echt eine tolle Nummer, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut, ja. Warte jetzt doch mal schnell. Machen wir doch. Eigentlich wollten wir jetzt den jungen Mädels hinterher, aber die sind zu schnell für uns. Meine nicht, Michael seine aber? Verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber nett. Sehr nett. Ja, ja. Alles gut. So, jetzt geht's hier hinten wieder ganz entspannt runter. Sehr, sehr schön. Wir fragen jetzt nicht nach Bergen und Seen in der Nähe. Da, Michael, da, was ist das für einer? Der da hinten in der Ecke. Der da? Ja, du kannst doch da lang gehen, Schatz. Ja, kannst du auch. Also ich habe keine Ahnung. Schattig, frisch, gut vereist. Also bei der Runde sollte man schon so ein bisschen mit alpinem Gelände klarkommen. Und ja, sehr, sehr schönes Panorama wieder. Und ja, tolles Wetter. Kommen wir langsam runter wieder und ein bisschen alpine Erfahrung. Ja, sollte man nie bei diesen Haken. Da so würde mich nie 100%. Aber ist unglücklich, sehr unglücklich. Letztendlich ist es ja aber auch nur eine Sicherung, die dich im Notfall halten soll. Ja, im Notfall. Und ja, wir haben jetzt geschätzte, was schätzt ihr? 10 Grad, 12 Grad. Schnee und Eis hat uns leider verlassen, würde unsere Eisprinzessin sagen, die ja Schnee und Eis liebt. Ja, jetzt sind wir bald unten. Skifahren wollen wir gehen? Ja, machen wir. Skifahren gefällt dir, du wirst nie was anderes mehr machen wollen. Snowboarden vielleicht. Ich habe schon überlegt, mein Brett wieder rauszuholen. Schuhe habe ich auch noch. Ja. Und, ja, so ein bisschen vielleicht. Naja, hier nicht mehr. Da oben war. Da oben war toll. Na, wir laufen doch nur auf Verbindung. Ja, es ist ein bisschen alpines Gelände. Ist doch jetzt aber kein Drama. Schau mal, du bist doch so eine geübte Bergerzelle. So, das haben sie jetzt alle gehört, ja. Oh, mein Gott. Oh, das sehen wir, das sehen wir. So, von da oben sind wir runtergekommen. Da ist das Kreuz, das letzte. Ja, sehr schöne Runde, sehr, sehr schön, auch andersrum. Auch der Weg hier hoch wäre sehr toll. Ja, es geht halt nur auf knapp 2000, aber eine wirklich sehr, sehr aussichtsreiche Nummer. Und wenn man so ein bisschen das Gefühl für einen Gratlauf bekommen möchte, kann das unbedingt machen. Sollte es unbedingt machen. Auch hier hinten der Bergrücken runter ist so ein bisschen wie eine Gratwanderung. Ihr dürft ruhig weitergehen. Ihr dürft ruhig weitergehen. Und ja. Wie gesagt, so ein bisschen alpine Erfahrung wäre nett. Und ansonsten sehr gut zu gehen. Wetter ist toll immer noch. Und links und rechts ab und zu, ja, ein bisschen schwindelfrei. Wäre auch nicht schlecht. Aber eine wirklich überraschend schöne Runde. Hätte ich gar nicht so toll eingeschätzt. Und ja, wie man sieht,
Aussicht. Also nicht auf die Pforte. Nein, du musst nicht mehr aufs Werk rauf, wenn du nicht und, und wie machst du das dann, Michael? Ja. Ja, aber wie hast du das gemacht? Ich kann jetzt leider wieder nicht auf meine Uhr schauen, Höhenmeter. Okay, die zwei kenne ich. Die kenne ich auch. Es dürfte jetzt nicht mehr. Da unten sind wir schon. Da ist schon die Bergbahn und da steht auch irgendwo unser Auto. Das heißt, wir haben auch nicht mehr so lange. Also wir haben nicht mehr. Sagt die Fakten. Und der sagt dann, ja, dann müssen wir einfach. Weiter geht's. Ja, aber das ist ja schädigend für deinen Arbeitgeber, Maike. Ja, aber der hat der Wahl, was er macht. Genau, schmeißen und jemanden suchen, der geübt ist. Weiter. So, jetzt haben wir es fast geschafft nach unten. Meine Kollegen träumen gerade von Essen, obwohl sie heute nichts gemacht haben. Ja, die paar Kilometer. Nee, es war eine schöne Runde. Und jetzt kreuzen wir gerade eine Skipiste. Ja, ein paar Höhenmeter haben wir noch runter. Und ja, dann sind wir unten. Dann gibt es ein Fazit. Und dann gibt es, warum laufen wir jetzt wieder hoch, Michael? Ja, irgendwas stimmt doch nicht, Leute. Wir müssen doch runter, da ist doch der Weg, wie der ist. Wo? Schau mal, da geht's doch hoch. Schau mal auf dein Handy, bitte. Ich denke eher, dass wir da runter müssen. Weil hier geht's ja wieder hoch komplett. Oder? Na, ja, kann schon sein, weil wir in der Runde laufen. Das weiß ich natürlich nicht. Nee, ist richtig? Ist richtig. Ja, okay, dann weiter. Let's go. Ist richtig. Der ein oder andere hat gemeint, er könnte noch 5 Stunden und jetzt sind die 100 Meter wieder hoch zu viel. Ja. Wie gefällt der Weg nicht? Na gut, geht aber hier lang. 450 Meter hat meine gesagt. Dann kommen wir zu dem Schmugglersee vorbei. Sie sagen mal, Maike. Da fahren schon noch ein bisschen Weg. Ja, natürlich, deswegen geht mal zu. Das ist vermittbar. Schöner. Ihr bummelt und bummelt? Nee. Ein paar Kilometer. Wow. Ja, ein paar Kilometer. Ja. Und dann gibt es nochmal ein Fazit unten. Oh, die ersten Müdigkeiten tauchen auf. Tolles Wetter. So, wir sind angekommen. Unsere Sonne, unser Frau Sonnenschein scheint wieder. So, jetzt gibt es noch einen leckeren Kaffee und ein paar Kekschen. Ja, sehr, sehr schöne Runde. Kann man nur empfehlen. Also ein schöner Einstieg, 10 Kilometer, 700 Höhenmeter, ein bisschen Gratwanderung. Also echt toll, eine richtig tolle Runde. Und ja, ein bisschen alpine Erfahrung. Und dann geht's los. So, bei uns geht jetzt der Kaffee los. Und bis zum nächsten Mal.